Ich habe seit 2011 in der Polarforschung eigentlich gearbeitet, beim Deutschen und beim Britischen Polarforschungsinstitut. Eben als Nautiker auf so den Schiffen bin ich rumgefahren. Und dort habe ich halt viele Gespräche geführt mit den Expertinnen für zum Beispiel Klimawandel und so weiter und habe das auch selber gesehen. Also ich war am Nordpol und habe das gesehen, und Leute haben zu mir einfach erzählt, wie die Arktis, die Antarktis vor 20, 30 Jahren ausgesehen hat, haben mir diese Zusammenhänge erklärt. Und mir wurde dann eben irgendwann klar, dass das naturwissenschaftliche Verständnis hundertprozentig da ist, und zwar schon ganz, ganz lange, sondern dass einfach der politische Wille fehlt. Und deswegen habe ich mich dann eben irgendwann entschlossen, mich aktivistisch einzusetzen, weil ich eben ja, denke, dass eigentlich der Klimazusammenbruch, genauso wie der Zusammenbruch der Ökosysteme, das Thema dieser Generation sind. Und was wir jetzt machen, hat halt Auswirkungen für die gesamte Menschheit, inklusive denen in der Zukunft, die es dann möglicherweise vielleicht gar nicht mehr gibt, weil wir jetzt halt Kipppunkte im Klimasystem erreichen können, sodass möglicherweise die Erde in eine Heißzeit kommt, die wir überhaupt gar nicht mehr rückgängig machen können. Das heißt, es ist super wichtig, jetzt aktiv was zu machen. Wenn man halt diese Naturwissenschaften einmal verstanden hat, ist es dann, denke ich, wichtig, die Sozialwissenschaften zu verstehen und auch wieder in die Geschichte zu gucken und zu sehen, wie Bewegungen erfolgreich waren in den vergangenen, sagen wir mal, 100 Jahren oder was auch immer. Und da zeigt sich halt, dass ziviler Massenprotest extrem erfolgreich sein kann, um radikale Veränderungen herbeizuführen. Und deswegen bin ich überzeugt, dass das das ist, was wir jetzt machen müssen. Und als ich durch Zufall letzten November eben von der Extinction Rebellion erfahren habe und ich gerade Zeit hatte, habe ich gedacht, das schaue ich mir halt an, da mache ich mit, und bin halt nach London gefahren und war in der ersten Rebellionswoche dabei. Und das, was ich dort erlebt habe, insbesondere, dass es eben eine sehr starke Strategie hat, inklusive dem Vorschlag, eben eine Bürgerinnenversammlung am Ende zu machen, nicht über die Köpfe von Menschen hinweg zu entscheiden, sondern mehr Demokratie zu schaffen und Leute mitentscheiden zu lassen, wie sie die Gesellschaft verändern wollen, das fand ich sehr ansprechend. Gründet sich einfach logisch aus diesem Dilemma, was daraus entsteht, wenn jemand sagt, ich bin bereit, persönliche Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Das sieht man ja auch zum Beispiel bei den Schülern schon, die jetzt im Rahmen von Fridays for Future oder so streiken. Würden die das am Samstag machen, würde es keinen interessieren. Es geht ja eben um dieses Dilemma. Menschen sind bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen, um ihr Thema voranzubringen. Eben bei Extinction Rebellion genau das Gleiche. Und das zeigt sich eben auch in der Vergangenheit, dass es das ist, was, also diese Opferbereitschaft, dieses Dilemma zwischen, sage ich mal, dem Staat, der verantwortlich ist, aber überhaupt gar nichts macht, und den Bürgerinnen, die was verändern wollen und dafür opferbereit sind und dann vielleicht sogar noch der Staatsgewalt gegenüberstehen. Das ist das, was dann auch andere Leute motiviert und damit reinzieht. Zunächst mal bin ich nicht angeklagt. Es laufen Untersuchungen. Das heißt, in ein oder zwei Jahren erst wissen wir, ob die eingestellt werden oder nicht. Ich denke, meine Situation relativ gesehen war einfach, weil ich ja genau wusste, um welches Gesetz es sich jetzt handelt, dass man da bricht und was die Konsequenz davon sein wird. Ich denke, viel schlimmer ist die Situation für Leute, die einfach kriminalisiert werden, ohne zu wissen, dass das vielleicht auf sie zukommt, wo dieses ganze System praktisch wie eine Falle plötzlich zuschnappt. Ich habe zum Beispiel heute Nachmittag mit Sarah Madini gesprochen, ja auch sehr bekannt, eine Frau aus Syrien, die selbst geflüchtet ist, Geflüchteten geholfen hat und auch kriminalisiert wird, zusammen mit einer ganzen Gruppe von Leuten eben auch. Und die haben das nicht erwartet, nicht? Also die haben das zu keinem Zeitpunkt erwartet, genauso wie die Crew der Juventa 10, das erste Rettungsschiff, was 2017 festgehalten wurde. Da ist es plötzlich passiert. Und noch viel schlimmer ist es bei den Geflüchteten selber praktisch, die häufig die Sprache ja nicht sprechen, um überhaupt den ganzen Prozess zu verstehen, ihre Rechte überhaupt gar nicht kennen und auch keine Organisation haben, die dahinter steht. Mir persönlich ist es eher unangenehm, weil ich eben genau weiß, dass an Bord wir zum Beispiel ein ganzes Team von Leuten haben. Dann haben wir die Leute, die dahinter stehen im Büro, die ganzen anderen Freiwilligen, die über die Zeit da waren, dann die ganzen Spender und so weiter und so weiter. Also es ist niemals eine einzige Person, die irgendwas macht oder nicht macht. Und natürlich für uns, die wir jetzt mit den Menschen dort auf See
die Zeit verbringen und wir ja wegen der Geflüchteten da sind, sind natürlich diejenigen, die eigentlich die Aufmerksamkeit verdient haben. Also es ist eine totale Verkehrung von dem, was wir eigentlich für richtig halten würden, nämlich den Fokus auf die Geflüchteten zu setzen. Natürlich auch jeder dieser Preise, alles was dort passiert, ist politisch. Diese ganze Situation ist extrem politisch und was man annimmt oder was man nicht annimmt und von wem, ist jedes Mal eine komplexe politische Entscheidung tatsächlich. Ich finde es aber extrem wichtig, dass man nicht einfach pauschal jetzt alle Preise und Ehrungen irgendwie ablehnt und sagt, das interessiert mich nicht oder finde ich generell falsch, sondern auch deutlich zu zeigen, dass es eben nicht nur diese Haltung in Europa gibt, dass man Migration ablehnt, also nicht nur die Rechte, sondern es ist gleichzeitig auch extrem viele Städte, sogar ganze Regionen und definitiv super viele Menschen einfach in Europa gibt, die auch Flüchtlinge willkommen heißen. Klar, also der Klimazusammenbruch, das ist, denke ich, allen Experten klar, wird die Migration extrem verstärken, insbesondere aber auf kurze Distanz. Also erstmal ist es ja so, dass sich im Regelfall Niederschläge verändern. Ausfälle von Ernten führt zu Nahrungsmittelknappheit, führt dann zu Preissteigerungen. Das trifft dann wieder die Leute, die am ärmsten sind. Dann gibt es Kämpfe um Ressourcen sozusagen, um Nahrungsmittel. Dann gibt es vielleicht sogar bewaffnete Konflikte und so weiter. Diese Sachen führen dann alle dazu, dass Migration verstärkt wird. Und da ist halt ganz klar, die meisten Leute sind zu arm. Die können gar nicht weit reisen, die gehen vielleicht von dem Land in die nächste Stadt, um sich dort Arbeit zu suchen, wenn sie von Subsistenz nicht mehr leben können. Vielleicht überschreiten sie maximal noch eine Ländergrenze, aber sehr, sehr viele Menschen werden überhaupt die Möglichkeit verlieren, an dem Ort zu leben, wo sie vielleicht aufgewachsen sind. Das, ja, was man auf Englisch halt als Forced Displacement, also Forced Migration zusammenfasst. Und das wird sich massiv verstärken in den nächsten Dekaden. Und ich denke, es ist extrem wichtig, dass wir alles dafür tun, dass halt Menschen die Möglichkeit haben, so weit wie möglich dort zu bleiben, wo sie leben wollen. Aber wenn sie sich eben auch entscheiden zu gehen, dass sie die Möglichkeit haben und dass sie auch internationalen Schutz genießen und dass ihre Menschenrechte geschützt werden.